Hallo und schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Jessica und ich bin Yoga- und Yin-Yoga-Lehrerin aus Bremen. Ich habe eine Umfrage gestartet und ihr habt euch ein Yin-Yoga-Video für die Hüften mit Musik gewünscht. Und tada, hier ist es. Wenn du einen Diffuser hast, kannst du den jetzt gerne noch mit irgendwas schönen bestücken, weil Yoga und ätherische Öle passen ganz, ganz wunderbar zusammen. Als Hilfsmittel, die du im Yin-Yoga wirklich brauchst, benötigst du dein Yoga-Bolster oder einige wirklich dicke, feste Kissen und zwei Yoga-Blöcke. In diesem Video mobilisieren wir unsere Hüften und lockern diese. Und los geht's. Wir beginnen mit zwei Haltungen, die einen ziemlich großen Yang-Anteil in sich haben. Das werdet ihr auch spüren. Durch die Hilfsmittel jetzt in der ersten Haltung kannst du diese aber so gut es geht minimieren. Wir beginnen diesmal mit dem Drachen. Es ist, glaube ich, eine Haltung, die die wenigsten Menschen wirklich richtig gerne mögen. Und deswegen machen wir die auch am Anfang. Sie ist aber trotzdem sehr, sehr effektiv. Ich benutze hier immer mein Bolster und leg das Bolster ruhig auf deine Matte und leg deine beiden Blöcke vorne auf dein Bolster. Dann stelle ich meinen rechten Fuß vor das Bolster und leg mich mit dem rechten Gesäß auf meinem Bolster bzw. den Blöcken ab. Gib also so ein bisschen Gewicht ab. Dein linkes Bein ist nach hinten gestreckt. Wenn du empfindliche Knie hast, kannst du hier auch eine Decke drunter legen. Und in dieser Haltung versuch jetzt wirklich mal, so gut es geht, loszulassen. Benutz wirklich deine Hilfsmittel. Du kannst dich gerne mit deinen Händen auf den Oberschenkeln abstützen und bleibe hier. Bleib ganz locker, auch in deinem Gesicht, in deinem Kiefer, Punkt zwischen den Augenbrauen und lass so gut es geht los. Wir bleiben für 3 Minuten.
dann löse die Haltung ganz vorsichtig und achtsam auf und wechsel zur anderen Seite. Leg dein Bolster weiter links auf deine Matte und genau das gleiche hier. Auch wenn du die Haltung wechselst, behalte diesen Yin-Modus bei. Das heißt wirklich langsame Bewegungen im Schneckentempo, wie so ein Faultier, darfst du dich jetzt diese ganze Einheit bewegen. Und wenn du dich wieder eingerichtet hast, bleib hier für 3 Minuten und lass los. Dann löse auch hier ganz sanft und achtsam wieder auf. Leg deine Hilfsmittel zur Seite. Die nächste Haltung ist die Hocke.
Diese Position stärkt deine Fußgelenke und mobilisiert die Knie und Hüftgelenke. Stell dich zunächst mit leicht gegrätschten Beinen auf. Deine Fußspitzen zeigen nach außen. Jetzt beuge langsam deine Knie und senke dein Gesäß ab. Wenn jetzt deine Fersen vom Boden abheben, kannst du dir zum Beispiel eine zusammengerollte Decke drunter legen oder einfach deine Matte so ein bisschen einrollen. Wenn dir die Hocke in den Knien schwer fällt, kannst du zum Beispiel einen Block unter deinem Gesäß platzieren. Die Hände nimmst du in die Gebetshaltung, die Ellenbogen drücken die Knie ein wenig auseinander. Und guck, dass hier dein Rücken wirklich ganz, ganz gerade ist und auch dein Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann bleib. Du kannst hier entweder ganz ruhig bleiben oder auch so sanfte kleine Schaukelbewegungen vor und zurück einbauen. Löse auch hier ganz langsam wieder auf. Zum Ausgleich kommen wir in die stehende Vorbeuge. Stell dich dazu aufrecht hin, öffne deine Beine hüftbreit, entspanne deinen Rücken und beug dich nun mit rundem Oberkörper runter zu deinen Oberschenkeln. Lass dich hier einfach ganz sanft nach unten sinken. Die Arme kannst du gerne hängen lassen oder auch die Arme verschränken. Gerne können auch deine Knie angebeugt sein. Thank you.
Richte dich nun ganz langsam, Wirbel für Wirbel, wieder auf. Nimm jetzt wieder dein Bolster zur Hand und platziere dein Bolster längs auf deiner Matte. Den unteren Zipfel kannst du so ein bisschen beklopfen, dass der etwas flacher wird. Dann platzierst du dich mit deinem unteren Rücken an dein Bolster und legst dich einmal auf dein Bolster zurück. Wenn das jetzt sehr unangenehm im unteren Rücken ist, kannst du dein Becken nochmal heben und dann nochmal ablegen, sodass dein unterer Rücken etwas länger wird und nicht so gestaucht ist. Du nimmst jetzt deine Fußsohlen zusammen und lässt die Knie nach außen sinken. Wenn die Dehnung für dich zu stark ist, in den Leisten kannst du gerne deine beiden Blöcke unter deine Knie legen. Die Arme kannst du entweder rechts und links vom Körper ablegen, die Handflächen zeigen nach oben oder auch hinter deinem Kopf verschränken. Und lass hier wieder ganz los. Komm auch hier ganz langsam wieder aus der Haltung heraus. Lass deine Beine ruhig in dieser Position. Stütz dich mit den Armen seitlich ab und komm mit dem Oberkörper nach oben. Wir wechseln gleich direkt in die Schildkröte. Deine Fußsohlen sind noch aneinandergelegt.
und sind dabei so weit weg vom Becken entfernt, dass deine Beine eine Raute bilden. Neige dich nun im Oberkörper nach vorne, führe deine Arme unter den Unterschenkeln durch, sodass sie deine Füße umfassen. Wenn das nicht möglich ist, leg deine Hände einfach von oben auf deine Füße und umfasse diese. In dieser Haltung sollte dein Rücken ganz rund werden, so wie der Panzer einer Schildkröte. Ziehe auch deine Sinne nach innen. Und auch hier lass wieder los. Wenn diese Haltung unangenehm im Nacken ist, kannst du dir gerne einen Block unter deine Stirn legen. Und ganz langsam löse dich auch wieder aus der Schildkröte. Lege einmal dein Bolster griffbereit vor dir ab. Wir kommen jetzt in die 90-90-Position. In dieser Position öffnest du die Hüftgelenke einmal in eine Innen- und einmal in eine Außenrotation. Wenn du die Beine jeweils im 90-Grad-Winkel beugst, ist die Hüftöffnung am intensivsten. Und mit etwas weniger Beugung kann sie auch sanfter ausfallen. Setz dich einmal auf den Boden, dass deine Beine jeweils einen 90-Grad-Winkel bilden. Das heißt, der Oberschenkel des rechten Beins zeigt gerade nach vorne und du beugst den Unterschenkel in einem rechten Winkel an. Das linke Bein nimmst du gerade zur Seite und beugst auch hier den Unterschenkel rechtwinklig an. Wenn das nicht möglich ist,
kannst du die Kniewinkel natürlich entsprechend verkleinern. Beug dich nun mit dem Oberkörper entspannt nach vorne. Nimm eventuell dein Bolster dazu, um dich abzustützen. Und ganz langsam und vorsichtig löse hier wieder. Richte dich auf der anderen Seite ein. Nimm auch mal wahr, ob du hier einen Unterschied wahrnimmst zwischen der rechten und der linken Seite. Mach es dir hier so bequem wie möglich und lass los.
Löse auch hier wieder ganz sanft auf und komm dann in den Vierfüßlerstand. Bewege dich mal hier ganz intuitiv und schau mal, was du brauchst. Lege deine Blöcke wieder griffbereit. Die wirst du vielleicht gleich brauchen, wenn wir zur letzten Haltung, dem schlafenden Schwan, kommen. Hierzu komm in den Vierfüßlerstand und ziehe dein rechtes Knie nach vorn zum rechten Handgelenk. Beuge das Bein nun so, dass dein Fuß zur linken Seite zeigt und du das Bein mit der Außenseite am Boden ablegen kannst. Für die größte Hüftöffnung bringst du Ober- und Unterschenkel in einen 90-Grad-Winkel. Sollte das nicht möglich sein, verkleinerst du den Winkel einfach. Dein linkes Bein ist nach hinten ausgestreckt. Wenn du jetzt merkst, dass du zur rechten Seite kippst, lege dir hier gerne einen Block unter deine rechte Seite. Lege deinen Oberkörper nun entspannt auf dem gebeugten Bein ab oder nimm dein Bolster zur Hand und lege dich so auf dein Bolster. Guck mal, dass du hier eine einigermaßen angenehme, entspannte Position findest. Richte dich langsam wieder auf und komme kurz einmal in den herabschauenden Hund.
kannst dich hier gerne auch ein wenig bewegen, walk the dog, also auf der Stelle gehen, bevor du dann in den schlafenden Schwan auf der anderen Seite kommst. Nimm auch hier wieder wahr, ob du einen Unterschied wahrnimmst zwischen der linken und rechten Seite. Bette dich wieder ganz bequem und lass auch hier so gut es geht los. Auch hier löse wieder ganz behutsam, ganz achtsam und komm auch hier nochmal in den herabschauenden Hund. Lass wieder Bewegung entstehen. Dann kommen wir jetzt zur wohlverdienten Endentspannung. Deinem Shavasana. Leg dir gerne eine Decke über deinen Körper. Du kannst auch deine Yoga-Rolle unter die Knie legen. Mach's dir hier ganz gemütlich. Richte dich wirklich gut ein. Gib hier dein ganzes Gewicht an den Boden ab und lass wieder alles los. In 5 Minuten komme ich wieder hierher zurück. Thank you.
Langsam lass wieder Bewegung entstehen. Zunächst in den Fingern, in den Zehen, den Füßen und Händen. Vielleicht magst du dich nochmal strecken oder zusammenrollen wie ein kleines Päckchen. Guck, was du jetzt brauchst. Jetzt dreh dich einmal auf deine Lieblingsseite und komm über diese Seite nach oben zum Sitzen, gerne mit geschlossenen Augen. Und spür noch einmal nach. Wie hat dir diese Sequenz gefallen? Hat sie dir gut getan? Spürst du eine Veränderung? Dann öffne langsam deine Augen, nimm deine Hände vors Herz, deine Daumen ans Brustbein. Wenn du magst, verneige dich und bedanke dich bei dir, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Bitte teil meine Videos, damit ich noch viel, viel mehr Menschen erreichen kann. Vielen Dank, dass du dabei warst. Namaste, deine Jessica.